Und das sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Imam Muslim: Ich habe nach mir keine schlimmere Versuchung hinterlassen für die Männer als die Frauen. Ein Jahil wird jetzt sagen: Guckt mal, wie er über die Frauen redet. Guckt mal, der Islam, er tut den Frauen Unrecht. Schaut mal, welche Stellung die Frauen haben, dass vor ihnen gewarnt wird. Dieser Jahil, der manchmal das nicht nur aus Jahil macht, sondern weil er, wal'iyadu billah, die Herzen derjenigen angenommen hat, die den Islam hassen. Diese Drohung im Islam gelten bezüglich wem oder was? Hat der Islam die Frau hier gemeint oder die Fitna der Frau? Was hat der Islam hier gemeint? Die Fitna der Frau. Es geht hier gar nicht um die Frauen. Sonst hätten wir Beweistexte wie: Meidet die Frauen. Wenn ihr eine Frau seht, überfahrt sie, und zwar mit 100. Haben wir nicht. Sondern es geht hier speziell um die Fitna der Frauen, dass die Frauen eine Fitna sind. So ist das nun mal. Lass mal 40 Männer in einem Raum sein und dann kommt eine Frau herein. Was passiert? Subhanallah, damals im Unterricht, als wir ganz neu in der Dawa angefangen haben, hatten wir leider nicht so einen großen Raum. Und der Raum war ziemlich voll. Aber wie gesagt, er war nicht besonders groß. Und irgendwann haben wir gefragt, ob wir einen größeren Raum bekommen. Dann hat man uns einen Vorschlag gemacht: Ihr könnt einen größeren Raum nehmen, aber dann sitzen die Frauen direkt hinter euch. Und ich mag solche Sachen nicht. Auf jeden Fall haben wir darüber geredet. Dann sagte ein Bruder: Wie soll ich das machen? Wenn die Frauen hinter mir sitzen, wie soll ich sitzen, dass sie mein Kreuz sehen? Schaut mal, mit was er sich beschäftigt. Die saßen noch nicht mal da. Da hat er sich schon Gedanken über seinen Rücken gemacht. Fitna. Lasst in einem Raum voller Männer eine Frau hereinkommen. Das ist nicht dasselbe wie ein Raum voller Frauen, wenn ein Mann hereinkommt.